Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hesia, Let's Kreuz Online. Mit diesem schönen Hintergrund, dieser Musik und irgendjemand, der versucht hat, gerade zu stehlen, eröffnen wir einfach mal unseren neuen Part. Wir müssen heute mit den Kammerherren Weller sprechen. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Mal gucken, was er denn Schönes zu sagen hat. Was ist? Ich fürchte, wir haben im Moment einen kleinen Notfall. Ich suche nach einer Jägerin, die Gloria Fauster heißt. Ich fürchte, ich kenne niemanden, der diesen Namen trägt. Unser Herzog wurde entführt. Vielleicht wurde sie zusammen mit ihm verschleppt. Diesen Blutdorn-Bastarden würde ich das auf jeden Fall zutrauen. Okay, klingt nach einer Folgequest. Wir haben ein kleines Problem mit Herzog Sebastian von Camlorn. Vielleicht könntet ihr helfen, den Herzog aus einer eher heiklen Situation zu befreien. Was ist geschehen? Unsere unfähige Stadtwache hat zugelassen, dass der Herzog entführt wurde. Das ist passiert. Bitte, ihr seht aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte uns doch sicher helfen. Wer hat den Herzog entführt? Dieser verdammte Blutdorn-Kult. Wer weiß schon, was der Kult vorhat, jetzt wo in Camlorn Chaos herrscht und der Herzog außer Gefecht gesetzt ist. Wenigstens ist die Löwengarde endlich angekommen. Sprecht mit Leutnant Harim, wenn ihr helfen wollt. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, soll er in der Nähe des Leuchtturms sein. Ich will mit Leutnant Harim reden. Leutnant Harim hat sich in der Nähe des Leuchtturms umgesehen. Vielleicht hat er inzwischen herausgefunden, wo die Blutdornen den Herzog gefangen halten. Erzählt mir mehr vom Herzog Sebastian. Warum? Seine Hoheit ist der Herzog von Camlorn. Was bleibt da noch zu sagen? Er liebt seine Untertanen und sie lieben ihn. Er wurde von Foulchu und seinen Werwölfen aus Camlorn vertrieben. Nun regiert er aus seinem Exil in Altwelden. Nun... Zumindest tat er das vor seiner Entführung. Was für ein niedlicher Name. Wer ist Foulchu? Foulchu ist ein schrecklicher Unhold. Er führt die Werwölfe an, die Camlorn angegriffen haben, und er hat die rechtmäßigen Herrscher gezwungen, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Ihr habt wirklich keine Ahnung, was der Blutdornkult vorhat? Ich könnte raten. Da der Großteil unserer Kräfte mit der Belagerung von Camlorn gebunden ist, sind wir hier deutlich unterbesetzt. Und offen gesagt ist die örtliche Wache keine Hilfe. Ohne den Herzog kann der Feind Altwelden einnehmen. Dann fallen sie unseren Truppen in Camlorn in den Rücken. Aber das ist nur geraten. Aha. Habt ihr gehört, dass der Herzog entführt wurde? Zuerst verliert er seine Stadt und jetzt das. Ja, das haben wir gerade auch. Ja, meine Liebe, das ist furchtbar. Voll desinteressiert, haben wir gerade auch mitbekommen. Aber schön, dass er gesagt hat, dass wir so aussehen, als wüssten wir, was wir zu tun haben. So, wir sollen jetzt also mit Leutnant Harim reden. Wo finden wir denn den werten Herren? Einmal rausreiten, die Straße links abbiegen und dann wird er uns da glorreich empfangen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, haben wir uns hier schon mit dem Meister unterhalten? Ich bin eigentlich der Meinung schon, da sind aber noch so viele. Oh, ich bin glaube ich falsch geritten. Ja. Reiten wir mal hier lang. Mal rüber gehüpft. Die Truhe lassen wir schweren Herzens stehen. Jetzt sind wir richtig? Jetzt sind wir richtig. Hier ist noch eine andere Quest, aber wir werden erstmal die für den Leutnant machen. Gebt auf euch acht. Hier wimmelt es nur so vor Blutdornkultisten. Ich bin hier, um bei der Rettung des Herzogs zu helfen. Ich könnte einen erfahrenen Krieger gebrauchen. Es hat keinen Sinn, sich auf die örtliche Wache zu verlassen. Sie sind einfach überfordert. Der Herzog ist im Leuchtturm und wird von Blutdornen bewacht. Ich wollte erst auf Verstärkung warten, bevor ich etwas unternehme. Ich werde den Herzog retten. Ihr seid aber wagemutig. Nun gut, wenn die Verstärkung eintrifft, werden wir aufpassen, dass keiner der Kultisten entwischen kann. Und wenn euer Plan nicht aufgeht, erheben wir später in der Taverne in eurem Gedenken die Becher. Warum ist die Lügen gerade hier? Wir sollten dem Herzog zusätzlichen Schutz bieten und verhindern, dass so etwas passiert. Zu schade, dass wir nicht früher hier waren. Die örtliche Wache war einfach nicht auf eine Konfrontation mit Blutdornen vorbereitet. Aber dieser muss nochmal sagen, wir sind kein Krieger, wir sind Nekromant. So. Also, wir sollen jetzt den Herzog Sebastian retten. Dazu gehen wir erstmal da rein. Ich hoffe, ich behalte das im Hinterkopf, dass wir da hinten noch eine andere Quest haben. Nein, hier auf der rechten Seite. Eieiei. War ja schon jemand, oder?
Musste der da liegen? Ich glaube, hier ist gerade jemand. Hä? Achso. Ich dachte schon, verbuggt. Nichts passiert, beachtet uns gar nicht. Haben wir hier rein? Ja. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Leuchtfeuer. Da ist jemand. Ihr seht nicht wie ein Blutdorn-Kultist aus. Ich vermute, dass dies ein Rettungsversuch ist. Ja, ich bin hier, um euch zu retten. Die Göttlichen seien gepriesen. Die Kultisten halten mich mit Hilfe dieser Fokuskristalle gefangen. Ich bin in magischen Dingen zwar nicht unbewandert, aber innerhalb dieses Schutzzaubers bin ich machtlos. Ich werde die Kristalle zerstören. So. Nimm dies. Kein Problem für diesen. Oh, endlich frei. Und jetzt schnell weg von hier. Aber da gibt es noch eine Sache. Wir reden da unten. Noch eine Sache? Danke, mein Freund. Aber ich bin nicht der einzige Gefangene des Kults. Wen haben Sie sonst noch entführt? Ich habe die Kultisten belauscht. Sie haben eine Gefangene, die eine Gefahr für Faulchu, den Anführer der Werwölfe, darstellt. Sie haben vor, sie hinzurichten. Falls sie wirklich eine Gefahr für ihn ist, dann scheint es wichtig zu sein, dass wir sie retten. Ich werde sie finden und befreien. Sehr gut. Ich werde nach Altfelden zurückkehren. Trefft mich dort, nachdem ihr diese mysteriöse Frau gerettet habt. Okay. Probieren unser Bestes. Weil wir das auch mal könnten, ne? Das wäre natürlich einfach. Dieser muss wieder runterkraxeln, klettern. Ich habe noch ein Bücherregal. Rislav, der rechtschaffende Teil 1. Den hat man, glaube ich, schon mal gelesen. Kommt mir sehr bekannt vor. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich das Haus rechts neben uns. Ja, so sieht's aus. Okay. Beziehungsweise ist noch ein Haus. Da soll man durchkämpfen. Schön geblockt. Die ist hart geübt. Was? Trinkschlauch? Ne, wir trinken jetzt nicht. Oh, was ist denn hier los? Kurz Bücherregal, Moment. Legenden des Waldes. Einmal kurz auf Pause drücken, wenn ihr mögt. Könnt ihr einmal durchlesen, weil ich glaube, wenn jetzt da jemand gefangen neben uns ist, dann noch kurz vorzulesen. Das wollen wir eher nicht antun. Gloria Fausta. Seid ihr nicht ein wenig zu klein, um mich hinzurichten? Ihr könnt ja nicht einmal die Axt heben, geschweige denn all das Blut ertragen. Spart euch die Beleidigung für die Blutdorn. Ich bin hier, um euch zu befreien. Fantastisch. Schneidet mich los. Wir werden diese Hunde von Blutdornen töten und dann Faulchu und seinen Werwölfen nachsetzen. Nur zwei Möglichkeiten. Ich nehme erstmal die erste. Herzog Sebastian wird zuerst mit euch reden wollen. Sebastian? Wir haben nicht viel Zeit für... Na schön. Wir werden mit dem Herzog reden. Dann lasst uns gehen. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Was für eine Gefahr stellt ihr für Faulchu dar? Sagen wir einfach, ich habe etwas Hintergrundwissen, das euch helfen könnte, dieser räudigen Töle den Garaus zu machen. Nun befreit mich aus diesen Fesseln. Haltet still, ich schneide euch los. Ein Schnitt hier. Ich danke euch, mein Freund. Das war eindeutig zu knapp. Wir sehen uns in Altfelden. Das ging ja einfach. Diese musste gar nicht viel machen. So. Jetzt so mit dem Herzog reden. Sebastian. So gibt's zwar wahrscheinlich mehrere Aussprache. Bärchen haben auch ein bisschen Skill. Weiß ich, merke das schon. Ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich glaube, wir werden jetzt, bevor wir zurückreiten, auf der linken Seite hier von uns aus gesehen, diese Quests mit annehmen, weil nicht, dass man das irgendwie überschneidet. Das ist ein verlassenes Haus. Jetzt gehen wir mal rein. Mal gucken. Da hockt jemand. Oh, armer Papa. Oh, das hört sich nicht gut an. Da kriege ich schon innerlich Gänsehaut. Mein armer Papa, was soll ich nur tun ohne ihn? Warum töten die einen wehrlosen alten Mann? Innerlich Gänsehaut ist auch nicht schlecht. Ich meine, ich kriege Gänsehaut und in mir kribbelt, sagen wir mal so. Ne? Also, wenn man da so jemanden meinen hört, das ist wahrscheinlich wieder eine sehr tragische Geschichte.
Wir müssen jetzt auch fragen, was ist eurem Vater zugestoßen? Sie kamen in der Nacht. Sie drangen in den Leuchtturm ein und haben uns im Schlaf angegriffen. Ich bin hierher gerannt und habe mich versteckt. Ihr werdet mich doch nicht dazu zwingen, von hier fortzugehen, oder? Ich fühle mich hier sicherer. Bitte. Ihr könnt hier bleiben, aber ihr müsst mir erzählen, wer euer Vater getötet hat. Es waren die Blutdornen. Oh, mein armer Papa. Ich habe alles zurückgelassen. Ich habe nicht einmal seine gute alte Pfeife, um mich an ihn zu erinnern. Wenn ich doch nur dieses eine kleine Ding hätte, könnte ich vielleicht etwas Trost finden. Dann werde ich seine Pfeife finden und sie zu euch zurückbringen. Hat sie sonst noch was zu erzählen? Ich kann euch nicht genug für eure Güte danken. Die Pfeife muss sich irgendwo im Leuchtturm oder in unserer Hütte befinden. Seid bitte vorsichtig. Also wir waren ja im Leuchtturm. Aber gesehen haben wir sie nicht. Schauen wir mal. Das war ja fast meine Befürchtung, dass ich das ein bisschen überschneiden, wenn wir nochmal zurück müssen, aber sei es drum. So. Aber so wie es aussieht, ist nicht im Leuchtturm, sondern in der Hütte drinne. Die Hütte, die wir noch ausgelassen hatten. Idrin in Denkens Haus. Haben wir noch irgendwas zu lesen? Oh nein, da liegt er. Ruhe in Frieden. Können wir ganz kurz einmal. Es muss sein. Eine kurze Schweigesekunde. Und dann nehmen wir die Pfeife mit. Da ist er ja. Der Geist. Es freut mich. Kommt, Sterblicher. Tut diesem armen, müden Geist einen Gefallen. Ich werde euch helfen, aber ich muss eure Pfeife zu eurer Tochter bringen. Sie denkt, dass sie ihr Trost schenken wird. Meine Tochter ist vor lauter Trauer verwirrt. Wie kann sie euch in einen Schlupfwinkel übler Kultisten schicken? Nur um eine Pfeife zu holen. Das ist die reinste Torheit. Sie sollte etwas wirklich Wertvolles bekommen. Etwas, das es ihr erlaubt, ihr Leben weiterzuleben. Was schlagt ihr vor? Über Jahre habe ich Gold unter einem Baum im Südwesten des Leuchtturms versteckt. Grabt es aus und gebt es meiner Tochter. Dann soll sie zu meinem Bruder nach Kreuzgrad gehen. Dort kann sie ein neues Leben beginnen. Ein überlebenswichtiges Erbe findet Edriens geheimes Versteck. Dann gucken wir mal. Irgendwo versteckt bei einem Baum, unter einem Baum. Huch. Hier ist auch jemand. Gut. Irgendwann müssen wir mal kämpfen. Muss ich gar nicht rumhüpfen. So. Hier sieht's gut aus, oder? Nee, ist das schon der Baum? Da hinten ist ein Häufchen. Hallo. Dann graben wir einmal. Wir haben irgendwas bekommen. Wir gucken mal eben. Irgendein Quest-Item vielleicht. Idriens Schatz. Diese Tasche ist mit Gold und einigen wertvollen Gegenständen gefüllt. Müssen wir noch weit reiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, da drüben ist ja gleich das Haus. Wo, Bärchen, kommst du da rüber? Halli, hopp. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Geben wir mal ihr Erbe wieder. Auf dass sie für die Zukunft erstmal ein bisschen versorgt ist. Ich dachte, Papa sei in der Nähe. Aber jetzt nichts. Habt ihr seine Pfeife? Ich will ihn noch nicht loslassen. Noch nicht. Der Geist eures Vaters war dort. Er hatte eine Nachricht. Nehmt dieses Geld und geht nach Kreuzgard. Er ist erschienen? Er ist erschienen und hat über mich gesprochen? Ich erkenne diese Tasche wieder. Was ist da drin? Oh, Papa. Immer ganz der Pragmatiker. Das ist mehr als genug, um mir Vorräte aus Altfelden zu besorgen. Dann kann ich weiter nach Kreuzgrad. Wir kriegen ein Erbstück der Familie, die ihn kennt, den Cent.
Können wir noch mit ihr reden? Nein, sie rennt flinken Fußes los. Und wir haben Erfolg Problemlöser bekommen. Wir müssen jetzt noch mit dem Herzog reden. Okay, das sehen wir gerade nicht, weil wir jetzt noch im Haus sind. Hat wahrscheinlich ein alte Felden und auf uns warten, oder? Ja, so sieht's aus. Es ist jetzt auch neu, das muss ich ganz kurz jetzt noch erwähnen, dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier anzeigen kann. Man kann jetzt Sachen seiner Setsammlung hinzufügen. Das heißt, wenn ihr die einmal tragt, ich glaube auch, wenn man die analysiert, werden die automatisch eurer Sammlung sozusagen hinzugefügt, damit ihr diesen Stil tragen könnt, euch so kleiden könnt für die Monturen. Nur mal nice to know so am Rande. Das ist irgendwie wie ein Anker gerade. Mal alles gleich nebendran. Wo ist denn der Herzog? Ist das hier seine Behausung? Sieht so aus. Ach, war das hier mit den... Stimmt, hier war der Kammer, ja. Okay. Hä? Wer wo? Hä? Was waren das für Stimmen? Jacqueline Gilb. Gehört, wir helfen gerne unseren Nachbarn, aber wie lange wollen die denn noch hier bleiben? Ihr wisst doch, was man sagt. Gäste und Fische fangen nach 3 Tagen an zu stinken. Ja, meine Liebe, das ist furchtbar. Hier hat doch gerade jemand irgendwie gejammert, der hat doch um Hilfe gerufen. Gerade. Okay. Sei es drum. Vielleicht finden wir den ja früher oder später noch. Da haben wir den Herzog und die Fürstin. Und dahinter ist noch ein das Gloria. Okay, können wir noch mit denen reden. Wir gucken erstmal nach oben. Vielleicht ist da noch jemand, mit dem wir uns unterhalten können. Tatsache, da ist der Kammer her. Dank eures rechtzeitigen Eingreifens ist der Herzog zurückgekehrt. Er möchte euch drinnen sprechen. Sehr gerne doch. Wir wollten uns erstmal umsehen, ob hier noch eventuell was, was zu lesen ist. Nadines Tagebuch. Tirdas, wir sind heute angekommen und beginnen unser Exil hier in Altfelden. Vater versichert uns, dass dieses Dorf uns gute Dienste als vorübergehende Hauptstadt und Festung leisten wird, von der aus wir unser Zuhause zurückerhoben werden. Unser Leben in Camlorn kommt mir jetzt vor wie ein Traum, wie eine andere Zeit. Midas. Charles, der Diener, wirft mir Blicke zu, wenn er meint, dass ich es nicht bemerke. Er ist ein hübscher Junge, aber er sollte es doch besser wissen. Ich glaube, dass sogar Vater es bemerkt hat. Vater hat in letzter Zeit so viel zu tun. Ich möchte nicht, dass ihn das auch noch belastet. Todas. Ich wollte heute mit Charles sprechen, konnte ihn aber nicht finden. Niemand hat ihn mehr gesehen. Seit Vater ihn gebeten hat, mitzukommen und sich um sein Pferd zu kümmern. Ich habe Vater gefragt, was aus Charles geworden ist, aber er schickte mich wütend weg. Langsam mache ich mir Sorgen um Charles und um Vater. Das klingt ein bisschen danach, als ob dieser Charles aus dem Weg geräumt wurde, wenn man das so liest. Vielleicht erfährt man dann noch irgendwie was drüber. Mal schauen. Dann halten wir das mit Gloria. Noch mal für eure Hilfe gegen die Blutdornen. Es war fahrlässig von mir, mich erwischen zu lassen. Also, wollen wir jetzt dieses finstere Altfelden in Ordnung bringen? Ihr scheint viel über Werwölfe zu wissen. Na und? Habt ihr nicht ein paar Werwölfe aufzuspüren? Ich interessiere mich für eure Geschichte. Ich habe euch immerhin das Leben gerettet. Nun gut, in Ordnung. Hier kommt die finstere Wahrheit. Ich bin mit Faulchu verwandt. Er ist mein Vorfahre. Jeden Tag müssen meine Familie und ich mit der Schande über all das Grauen leben, das er in die Welt gebracht hat. Und nun ist er zurück. Deshalb jage ich Werwölfe und töte sie. Man hat zum Anfang, habe ich mir schon so irgendwas in der Richtung gedacht. Ich hatte mir solche Sorgen um Vater gemacht. Wie tapfer von euch, dort hineinzustürmen und ihn zu retten. Jetzt haben wir es über Charles erfahren oder haben wir den vielleicht durch Zufall übersehen? Vielleicht haben wir den schon gesehen, ich weiß es gar nicht. Ihr habt meinen Mann gerettet. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken. Ich stehe wahrlich in eurer Schuld. Herzog. Hier bin ich also sicher und wohlbehalten zurück in Altfelden. Das habe ich euch zu verdanken.
Habt ihr mit Gloria gesprochen? Ja, und ich teile eure Bedenken über Kamlorn und Altfelden. Wir müssen uns ein für alle Mal um diese Werwölfe kümmern. Ich hoffe darauf, euch für diese Sache gewinnen zu können. Ja, dann erzählt mal. Gloria vermutet, dass Foulschuss-Agenten unter uns sind. Selbst jetzt. Werwölfe hier in Altfelden? Ein Stufenaufstieg haben wir. Stufe 16 sind wir jetzt. In der Tat. Sie verstecken sich in menschlicher Gestalt. Genauso haben sie es in Kamlorn gemacht, bevor sie zuschlugen. Wir müssen sie finden und vernichten, bevor Altfelden das gleiche Schicksal erleidet wie das arme Kamlorn. Wie kann ich die getarnten Werwölfe entdecken? Gloria sagt, man könnte dieses Amulett einsetzen, um getarnte Werwölfe aufzuspüren. Ich bin sicher, dass sie euch mehr darüber erzählen kann. Wenn die Werwölfe sind, werden wir sie finden. Oder werde ich sie finden? Mein Retter kehrt zurück. Wir sind doch schon da. Wir haben uns auch schon mit ihm unterhalten. Na gut. Wir haben erstmal Stufenaufstieg, kriegen ein, beziehungsweise wir können jetzt in Verlieskanalisation von Wegesruhe Teil 1 gehen und kriegen jetzt Schneider, Leder oder Schmiedegesellen. Nehmen einfach mal Täschchen des Ledergesellens und ein Magika-Skillpunkt, den wir gleich anwenden. Und jetzt sollen wir mit Gloria nochmal sprechen, bevor wir 5 Werwölfe enttarnen müssen und besiegen. Ich weiß, warum ihr hier seid. Aber woher ich das Amulett habe, diskutieren wir ein anderes Mal. Seid einfach vorsichtig. Die Werwölfe werden es nicht mögen, wenn ihre Geheimnisse enthüllt werden. Wie funktioniert das Amulett? Ich bin da keine Expertin. Aber Hirsine ist der dädrische Fürst der Tiermenschen. Das Amulett trägt Hirsines Ruf. Werwölfe können dem Ruf nicht widerstehen. Er zwingt sie, ihre wahre Gestalt zu zeigen. Ziemlich nützlich, was? Hirsines Ruf? Wisst ihr denn gar nichts? Hirsine, der Schöpfer und Hüter aller Wehrkreaturen. Hirsines Ruf, nun, er richtet sich an ihr wahres Wesen. Er enthüllt sie als die Bestien, die sie in Wahrheit sind. Okay, dann schauen wir mal draußen nach, ob wir hier Werwölfe enttarnen können. So, gibt es hier auch eine grobe Richtung? Okay, hier in diesem Bereich. Das müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie rauspicken. Nun? Was? Auch ihr. So, können wir jetzt hier einfach, sage ich mal, wahllos... Ich glaube, der Flüchtling würde ich jetzt sagen, nee. Aber er sieht mir... Dockarbeiter, du siehst mir doch... Dockarbeiter, man kann mit ihm reden. Ich mag es nicht, wie manche dieser Flüchtlinge aussehen. Ja, dann sag mir doch mal, woran wir... Guck mal, du hast ein Helmchen auf. Der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz. Ich werde an euren Knochen nagen und euer Blut trinken. Können wir gleich da drüben drauf schießen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben wir gut rausgepickt. Ja, super. Eiter bekommen. Haben wir sogar schon 2 Werwölfe. Wäre auch hier noch ein Dockarbeiter, mit dem wir reden können. Flüchtlinge machen unsere Arbeit nicht leichter. Im Hintergrund liegt ein totes Werwölfchen. Das war auch ein super Bild. Löwengardist. Wir gucken einfach mal hier weiter rein. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt alle so ein Helmchen tragen. Guck mal, er trägt auch... Mit ihr können wir uns auch unterhalten. Willkommen auf den Docks. Ihr könnt gerne eine Kiste nehmen und euch zu uns gesellen. Ach nee, ich habe gerade eine wichtige Aufgabe. Wie zum Beispiel den hier mal kurz ansprechen. Ich verstehe nicht. Für Foulchu, für den Sieg. Aha. Bis jetzt haben wir mal gut entlarvt, würde ich sagen. Hey, hey, hey. Blocken. Oh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist mit den Helmchen. So. 3 von 5. Ich bin nur froh, dass es Überlebende an der Mühle gab. Das kann so viel schlimmer sein. Ein neues Schiff voller hungriger Habenichtse. Wunderbar. Das sieht auch richtig motiviert aus. Ich würde sagen, Dockaufseherin, mit der können wir uns unterhalten. Ein neues Schiff voller hungriger Habenichtse. Okay, die erzählen irgendwie langsam alles selbe. Du hast ein Helmchen auf. Meine Haut, sie steht in...
Altfelden muss fallen. Für Klaue und Zahn. Komm da hinten noch schnell hin. Pull mal eben. Oh Gott. Guck mal, das gezählt hat. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ne, der Cast ging daneben. Hätte klappen können. 4 von 5. Nee, du glaube ich nicht. Wir hatten ja noch einen da hinten. Da müssen wir hin. Da wurde ein Werwölfchen. Oh nein, entdeckt. Wow, da waren zwei Spieler drauf. Hast du ein Helmchen auf? Nee, kein Helmchen auf. Flüchtling, Flüchtling. Sind hier unten vielleicht auch welche? Okay, sieht mir nicht danach aus. Müssen wir nochmal hochreiten. Ein Werwölfchen fehlt noch. Passt auf euch auf. Einige ja. Der Flüchtlinge sehen verschlagen aus. Verschlagen. So, wir hatten hier noch ein Helmchen auf. Ne, du bist ein Löwengardist, okay. Doch, Aufseherin. Okay, will nicht mit uns sprechen. Ja, da hinten ist ein Brot. Willkommen auf den Docks. Ihr könnt gerne eine Kiste nehmen und euch zu uns gesellen. Ach, lasst euch euer Leibbrot schmecken. Guck mal, ein Helmchen auf. Was? Was geschieht mit mir? Altfelden muss fallen. Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Haben die tatsächlich alle ein Helmchen aufgehabt? Die wollten jetzt hier kein unschuldig damit irgendein Amulett irgendwie, keine Ahnung, in Verbindung bringen. Wer weiß, vielleicht verursachte Schmerzen oder so. Und dann, als wenn man unschuldig ist und dann wird man da noch in Schmerzen ausgesetzt. Muss ja nicht sein. Dieser hat es gut gemacht. So, wir reden jetzt mal mit dem Herzog noch. Seid auf der Hut. Der Großteil des Gesindels von Kamlorn hat sich auf den Docks versammelt. Wir waren gerade da, alles gut. Jetzt geht's zu B. Sind Sie hier? Faulschuss verfluchte Nachkommen sind hier in Altfelden. Ich fürchte, so ist es, euer Gnaden. Also hatte Gloria recht. Ich schätze, ich hätte es wissen müssen. Zumindest werden wir das nächste Mal besser vorbereitet sein. Anscheinend stehe ich wieder einmal in eurer Schuld. Dies hilft gerne. Zumindest wissen wir jetzt, womit wir es zu tun haben. In der Zwischenzeit hat Gloria etwas Wichtiges über Faulschuss Aufstieg zur Macht entdeckt. Was konnte Gloria herausfinden? Gloria sagt, dieser Faulschuh wäre aus dem Totenreich beschworen worden. Wenn das schon einmal geschehen konnte, wie sollen wir diesen Schurken dann überhaupt aufhalten? Nun, wie dem auch sei, Gloria braucht einen lebenden Werwolf, um mehr herauszufinden. Könnt ihr einen für sie fangen? Wie kann ich einen lebenden Werwolf fangen? Redet mit Feldwebel Armuil. Seine Soldaten haben sich den Werwölfen in Kamlorn gestellt und eine dieser Bestien gefangen. Er kann euch beraten. Dann trefft Gloria in der Höhle im Osten, am anderen Ufer der Bucht. Dort wird sie den nötigen Ritus abhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie man Faulschuh besiegen kann. Ich werde mit Feldhebel Armui reden. Wir können es noch mit Gloria unterhalten, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, machen wir ja gleich. Beziehungsweise beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der ich war gerade ein bisschen besorgt, dieser Party wieder Spaß gemacht, der Hoppler da so nah ans Lagerfeuer gehoppelt ist. Passt bloß auf deine Öhrchen und auf dein langes Schwänzchen da auf. Ja, ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht. Es wird wieder Zeit. Sprachforschung ist wieder da, dass wir den Part beenden. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.